Hallo und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video zum diesjährigen dritten Schnitt. Und zwar werde ich euch heute durch den dritten Schnitt führen, beginnend vom Schwaden bis zum Ballenabtransport. Beim Schwaden ist besonders darauf zu achten, dass die Ballenpresse die Schwaden gut aufnehmen kann, dass sie nicht zu groß sind und auch nicht zu breit sind. Nun kann auch schon die Ballenpresse anrücken. Im ersten Arbeitsgang werden die Ballen gepresst und danach von einem zweiten Traktor in Folie gehüllt, damit sie vergären können. Danach sollte man die Ballen eine Stunde lang liegen lassen, damit die Folie gut am Ballen festhält. Danach können sie mit einer Ballengabel an den Feldrand gebracht werden, wo sie bis zum Verfüttern liegen bleiben. Die Ballen werden mit einem Netz verdeckt, damit sie Vögel nicht kaputt machen können. Ich hoffe, diese Art von Video hat euch gefallen. Wenn ja, schreibt es mir bitte in die Kommentare.